mich ist Rachmaninow übrigens ein Komponist, der auch die Natur oder Landschaften oder ein positives Gefühl wirklich sehr gut vermitteln konnte. Ein paar Komponisten haben das gekonnt, einfach Landschaften zu malen auf dem Klavier. Das war für mich jetzt wirklich, er steht draußen in der Natur und freut sich an dem Frühling, am blauen Himmel. Das ist doch der Unterschied. Die Musik ist einfach programmatischer. Chopin ist immer doch, das bleibt absolute Musik und immer ein bisschen klassisch streng. Ja, auch beim folgenden Beispiel. Ich habe jetzt mal zwei Wiegenlieder genommen, nämlich die bekannte Berceuse, und das steht falsch, es ist nicht Opus 59, sondern Opus 57. War mein Fehler. Ja. Die Berceuse von Chopin, faszinierendes Stück. Die linke Hand immer gleich, Ostinat, immer der gleiche, das gleiche Schema, im Grunde wie so eine Passac, also eine Chaconne irgendwo, aber es bleibt eben immer gleich, Ostinat. Und die rechte Hand improvisiert praktisch über dieser linken, muss aber immer sich an sie anpassen. Es gibt ja das Rubato, das heißt, man kann zwar dehnen, aber also ist ein bisschen der Umgang mit der Zeit. Man kann die Melodie ein bisschen dehnen, aber die linke Hand weist immer wieder die rechte Hand zurecht, wie ein Dirigent, einen Solisten oder eine Solistin. Ein auch sehr intimes Stück und ich liebe es ganz besonders, kann man sehr gut auch als Zugabe spielen. Es endet sehr intim, sehr fein. Und dann im Vergleich ein Wiegenlied, eigentlich von Tschaikowski, das ist ein Lied von Tschaikowski, das Wiegenlied Opus 16, hat Rachmaninow 1900, ich glaube es war 41, relativ spät bearbeitet. Und aus meiner Sicht ist es sehr interessant hier zu sehen, man wirft Rachmaninow ja vor, er sei nicht mit der Zeit gegangen, ja, also er sei Romantiker geblieben als Schönberg, Berg und Weber längst andere ästhetische Richtungen gegangen sind, die Auflösung der Tonalität und überhaupt radikale Neuerungen, und Rachmaninow blieb bis in die 40er Jahre hinein seinem Stil treu, ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Aber trotzdem in diesem Stück, das heißt nicht, dass er nicht doch sich seinen Stil etwas modernisiert hat. Sie werden sich, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erläutern, aber Sie werden hören, wie komplex der Satz ist. Rachmaninow arbeitet sehr viel mit Chromatik, ja, also chromatische Linien findet man in seinen Werken überall. Oft sind ganze Melodien bestehen aus chromatischen Linien und einem Geflecht, einem Dickicht von Stimmen. Und es ist hier faszinierend, wenn Sie die Melodie verfolgen, aber gleichzeitig auch ein bisschen auf die Polyphonie achten. Das ist ein sehr, sehr schweres Stück, übrigens, das richtig darzustellen, weil es ein wahnsinnig komplexer Satz ist. Und ja, das ist also das Wiegenlied. Damit würde ich dann den ersten Teil des Konzerts heute Abend abschließen. Wir machen dann eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Etüden und Sonaten. Also jetzt zunächst Berceuse von Frédéric Chopin und Wiegenlied von Tschaikowski in der Bearbeitung für Klavier von Sergei Rachmaninow. Dankeschön.